Liebe Augsburgerinnen und Augsburger, das Jahr 2018 geht zu Ende und wir können zufrieden auf ein erfülltes Jahr 2018 zurückblicken. Wir hatten mehr Licht als Schatten. Wir haben ein Staatstheater bekommen, etwas, woran wir am Anfang des Jahres überhaupt noch nicht gedacht haben. Das Thema Luftreinhaltung hat uns stark bewegt und das Thema E-Mobilität befördert genauso wie den Clean AirTech Day gebracht. Neue Ansätze für mehr Lebensqualität in unserer Stadt. Und jetzt zum Jahreswechsel wird unser Krankenhaus, unser Klinikum zur Universitätsklinik. Wir übertragen es an den Freistaat Bayern und sichern damit die Spitzenmedizin für die Menschen in der Region und hier in Augsburg natürlich bis weit in die Zukunft. Und mit diesem Schwung gehen wir in das neue Jahr. Wir haben viel vor, wir wollen Arbeitsplätze sichern, weiter an der Lebensqualität unserer Stadt Augsburg arbeiten, noch mehr tun für die Wohnraumversorgung und für die Kinderbetreuung. Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr auch zu Ihnen in den Stadtteil kommen. Wir machen Stadtteilgespräche zusammen. Mit meinen Referenten werde ich Ihnen zur Verfügung stehen, damit wir uns austauschen können über die Themen, die vor Ort auf den Nägeln brennen. Ich freue mich drauf. Ich wünsche Ihnen von Herzen ein gutes, gesundes, neues Jahr 2019. Glück und Zufriedenheit.